Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Impossible Runner. Ja, ein Spiel, das von einem YouTuber entwickelt worden ist. Der nennt sich Quebbelkopp. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ist kein deutscher YouTuber. Ich glaube, es ist ein amerikanischer YouTuber. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe mich nicht über ihn informiert oder so. Auf jeden Fall hat er dieses Spiel entwickelt und Impossible Runner genannt. Ja, es soll unmöglich sein, alle 10 Level zu besiegen. Und er hat es so auf die Spitze getrieben, dass er sogar getweetet hat, dass er demjenigen, der die 10 Level packt, $1000 überreicht. Oder schickt. Ja, und ein Mann hat es sogar geschafft, auch ein YouTuber, irgendwas mit Biscuit heißt er, ich bin mir nicht ganz sicher. Und er hat das jetzt nochmal gemacht. Ja, das Spiel ist jetzt im Februar erschienen und ich wollte mir selber mal ein Bild davon machen von diesem Spiel, weil so schwer kann das ja nicht sein, denke ich mir mal. Okay, also mit den Arrows kann man nach links und rechts watscheln und mit Space kann man sogar springen. Also ein ganz simples Jump and Run. Das Spiel ist übrigens auf Steam kostenlos erhältlich, sowie auch auf Android und iOS. Holy shit. Okay. Ich habe so das Gefühl, man rutscht hier ein wenig. Das ist nicht so geil. Aber, ist jetzt das erste Level. Ich muss mich erstmal reinfuchsen hier mit der Steuerung. Ja, also wie gesagt, man rutscht hier ein bisschen. Ja, es ist... Habe ich das überhaupt berührt? What? Ja, okay. Wir versuchen einfach mal hier drüber zu springen und hier nochmal drüber zu springen. Ja, ich denke mal, so ist einfacher. Da muss ich gar nicht nach links und rechts steuern, sondern einfach nur den Space-Button drücken. Easy peasy. Okay, was macht der jetzt gerade hier? Ist das normal? So, Level 1. So, jetzt kommen wir Level 2. Oh, das ist schon ein bisschen schwieriger, ja. Also man sieht hier gleich hier die langen Kästchen über die ganze Bahn. Aber eigentlich, bis jetzt merke ich noch nichts vom Impossible. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Sind 10 Level. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, das zweite war jetzt irgendwie einfacher als das erste. So, Level 3. Ah, okay, alles klar. Ich sehe schon, das ist ein bisschen... Scheiße. Yo. Ey, was? Tut mir leid. Die Steuerung ist halt wirklich irgendwie für den Arsch. Habe ich so das Gefühl. Man rutscht hier wirklich ohne Ende. Und was macht der... Hä? Okay. Konzentration. Ja, so schwer kann das nicht sein. Ja, genau. So... Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir's. So, hier drüber. Und hier durch. Und hier einfach mal dran. Genau, so wollte ich das haben. Einbahnfrei. Okay. So. What? Das ist einfach mal alles voll, alles klar. Jo, okay. Wie soll ich da hinten durchkommen? Frage ich mich gerade, innerlich. Nein, ich bin gesprungen. Easy as hell. Fuck. Es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Ja, so auf dem Video und so sah es einfacher aus. Aber ich meine, es heißt ja auch Impossible Runner, ja, deshalb... Wäre komisch, wenn es nicht dem Namen gerecht wird. Hier,
die Balance zu halten. Das ist halt. Ich drück mal einmal nach rechts. Ja, das war einmal nach rechts gedrückt. Man muss da wirklich. Jo, jetzt liegt er. Okay. Ist das gewollt? Verdammt! Oh! Okay, jetzt hier so. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ja. Mhm. Ah. So. Okay, ich habe das berührt. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es berührt. Ja, ja. Hör auf, dich hinzu. Alter, der Typ! So. Konzentration. Und jetzt legt er sich wieder hin. Okay, und wie komme ich jetzt da hinten durch? Kann ich mich da vorbei? Jawohl. Nein, fuck! Das gibt's nicht, Alter. Also links rum geht. Alles gut. Nein. Okay, ich liege jetzt. Ich glaube, das ist kein Problem. Und... wir haben Level 3 geschafft. Holy shit. Okay. Level 4. Alles klar, hier sind jetzt leer. Aha. Man muss im richtigen Zeitpunkt springen. Okay, das hat noch gezählt. Finde ich gut. Das nicht mehr. Man muss da wirklich auf die Sekunde genau abspringen, sonst wird das nichts. So wie jetzt eben. Jawohl, das war ein bisschen Katjes. Okay, das war kacke. Weil die Plattformen auch weiß sind, ja. Es ist alles so hell, das ist schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch nur an mir, kann auch sein. Okay, diesmal ist er gar nicht gesprungen, ja, weil er einfach rumf... Also Stressfaktor ist auf jeden Fall da. Okay, das war kacke. Jo, ich habe nicht aufgepasst, sorry. Der Ehrgeiz hat mich halt gepackt, ja, muss man einfach mal sagen. Wenn man erstmal angefangen hat und dann so einigermaßen klarkommt mit der Steuerung, ist schon ganz geil. Am Anfang ist die Steuerung wirklich gewöhnungsbedürftig. Okay. Ah, es war wieder zu früh. Ich hab's gepackt. Boah. Ist das jetzt Level 5? What? What? Es wird ja immer besser, ey, alles klar. Ja, wie. Hä? Ich hab grad keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also es sind jetzt drei Plattformen da, von denen ich rüber springen kann. Okay, man kann auch sich. Man muss halt wirklich nur. Ja, das war verkackt. So, man kann hier sich so vorbeischmuggeln. Das ist eine ganz geile Mechanik. Oh, what? Nee, okay, da hinten geht's nicht mehr. Aha. Da kann ich auch noch drüber. So, jetzt muss ich hier rüber. Und hier dann einfach mal gegen den Kasten dran. Genau, so wollte ich das. Ja, mhm. Kann ich da rüber? So. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Oh, sieht sehr gut aus sogar. Ja, wir haben es geschafft. Haha. Incredible. Okay, was sind wir jetzt? Level 6 müsste das sein, oder? Okay, hier muss ich einfach... Okay. Ja... Eieiei. Oh mein...
Ja, geschafft, okay. Ist jetzt Level 7? Level 7, 6? Was denn das? Aha. Okay. Der ist einfach nach links gegangen. What the fuck? Normalerweise, wenn ich hier so gerade zulaufe, müsste es doch klappen. Alles klar. Er bewegt sich. Achtet mal auf meine Figur. Die bewegt sich immer weiter nach links. Ohne, dass ich irgendwie lenke. Ja, alles klar. Okay, ich muss achten, dass ich... Ja. Okay. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier am besten machen soll. Weil, wie gesagt, wenn ich nur ein bisschen lenke, dann verliert er schon total die Kontrolle. Und ist so wie jetzt eben. Ja. Ich lenke nur ganz leicht und ist es dann vorbei. Aber ich muss lenken. Zumindest nach rechts ein wenig, weil meine Figur sich immer weiter nach links bewegt. Andernfalls ist halt so wie jetzt eben. Jawohl, genau so will ich das sehen. Ah, mhm, genau so. Boah. Okay. Jetzt aber wirklich Konzentration. 20 Minuten später. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Alter. Also auf der einen Seite macht Spaß, aber auf der anderen Seite, ey, wenn man das ein bisschen gespielt hat, wirklich, ey, man wird durch. Also ich glaube, ich mache einfach eine Pause, ja, und beim nächsten Mal versuche ich es weiter, eventuell. Ja, wir haben jetzt, haben es bis Level 7 gepackt, oder? Also Level 7 habe ich nicht abgeschlossen, Level 7 ist die schmale Plattform. Ach, gut, okay. Ich, ja. Probiert es einfach selber aus. Wie gesagt, man kann es sich fürs Handy runterladen. Auf Steam kostenlos runterladen. Probiert es aus. Guckt, ob ihr es schafft. Level 10. Maximum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir hören uns im nächsten Let's Play. Im nächsten Video. Ciao, ciao.